Okay, wir werden jetzt auf zum zeitigen Raum gehen. Inventory nochmal checken. Sieht noch genauso beschissen aus wie vorher. Und auf geht's. Auf geht's! Das Schwein ist im Zerlegerraum. Wir gucken mal. Der Zerlegerraum. Der Zerlegerraum. Ach, Keller, ja. Nee, scheiße. Können wir nochmal checken hier. Was ist das für Schlangen der Fensterläden, oder? Da wird gerade auf in den Zerlegerraum. Ist auch wirklich nicht gerade heller hier unten gewohnt. Ah, fuck, Alter. So, jetzt muss ich erstmal. Wo war der nochmal? Wo war der scheiß Halligraum nochmal? Schlangenschlüssel habe ich noch nicht. Schlangenschlüssel habe ich noch nicht. Oh, aber guck mal, guck mal, guck. Oh. Wir haben noch einen kleinen Footballspieler gefunden. So. Okay, der Zerlegeraum. Wahrscheinlich werden hier auch noch andere Sachen rumliegen, die ich wahrscheinlich übersehen habe. Aber, naja, what? Sieht doch alles nicht besonders vertrauenswürdig aus hier. Also das ist so, ich bin der Meinung, hier müssen wir lang. Ach, scheiße, ey. Bitte nicht wieder angegriffen jetzt hier. Oh! Oh, komm, ey. Mann, warum macht ihr sowas? Oh. Wieso? Warum schieben sie denn hier hin? In den Keller? Mäuschen! Ihr wisst, was jetzt kommt. Arschbärzen. Alle 11 Minuten. Ah, Häschen, Häschen, Häschen. Ja komm, guck mich mal an. Aber warum verschieben die dich hier in den scheiß Keller hier in den Versiften? Das ist doch scheiße. Da sitzt du und erschreckt mich. So. Zerlegeraum. Der Zerlegeraum. Nicht cool, nicht cool. Oh, kommt jetzt wieder Vater oder was? Wow! Oh fuck, 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 fuck. Oh, Mistvieh, ey. So, mir jetzt ganz schön scheiße. Mal Hände waschen erstmal. Da kommt das direkt wieder durch, ey. Jetzt springen die durch Wände. Dürfen die das? Hallo? War vorhin ja auch schon so alles dazu gesifft. Doch mein Nee, oder? Ah, oh, dieser Schnodder hier, ey. Mann. Schlangenschlüssel. Wir brauchen den verkackten Schlangenschlüssel. Was? Nee, kein Schlüssel. Das wird nix. Das wird nix. Finden wir hier noch ein schönes Werkzeug, was wir benutzen können? Scheinbar nicht. Okay, dann mal auf in den Zerlegeraum. Das hat mich da jetzt wieder erwartet, ey. Einfach nochmal. Schaukeln. Schaukeln.
So. Erstmal mal zu. Ach du Scheiße. Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Na, ist ja super. Ist ja super. Ist ja Kopf, ne? Was ist das? Boah, das hier so ein halbes Schwein auseinandergenommen. Oh, nee. Boah, nee. Was haben wir denn da? Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck dir eine Hand in den. Ach, nein. Nee, wirklich. Oh, wirklich. Oh, nee. Oh. Widerlich. Oh, komm. Oh, der schöne Pulli. Du kriegst noch nie wieder raus, ey. Aber Schlangenschlüssel. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Puh, ja. Okay. Dann machen wir jetzt mal. Oh! Oh! Passiert die Feuer überhaupt? Sieht nicht so aus. Schutz fressen ihn. Ja, spring nur. Boah, Alter. Mann, die haben jetzt aber wirklich ihn gefressen gerade. Was, wie? Oh nein. Nein, da würde ich jetzt einfach mal sagen, trete mal schnell die Flucht nach hinten an. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Jetzt ist die scheiß Tür, los. Mach drauf, das Ding. Ah, fuck, ja, hier bin ich. Okay. Geh weg, geh weg! Verschwinde, verschwinde, verschwinde! Flucht! Ich muss. Oh, er kommt hinterher! Er kommt hinterher! Und Safe Room? Kommt dann Safe Room? Oh, fuck! Oh, knappe Kiste! Knapper Scheiß! Okay. Ja, der Schlangenschlüssel. So, es ist doch. Okay, gut. Wir haben den Schlangenschlüssel. Wir machen mal kurz. Safen das Ding mal. Okay. Schauen wir mal, ob er hier steht. Ah, sieht nicht so aus, ne? Der Schlangenschlüssel. Wo könnte der Schlangenschlüssel benutzt werden? Erste Etage, warte mal. Oh nee. Oh nee. Scheiße. Das ist doch kacke. Jetzt hängen die Essigköpfe hier rum, ey, Mann. Mal gucken, ob sie mir jetzt folgen. Oh Gott, was ist denn hier passiert?
mach hin, los, komm, zack, zack, zack. Bin ich im Kinderzimmer oder was? Ist kaputt. Es ist kaputt. So, erstmal hier die Vase abpflücken. Jetzt Silberbesteck klauen. Kommt immer gut. Oh, was haben wir da? Flintenmunition, die nehmen wir. So, was haben wir da? Okay, April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle mit im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April. Ich habe Oliver angelogen. Hab ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt. Mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Herr Lukas scheint wirklich ein Ding zu laufen zu haben. April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Ich habe sie mit einem meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Okay, hier sehen wir doch schon ein paar Trophäen. Warte mal. It's a bad. Ah, schade, wir können es aber nicht nehmen. So, was ist Sonderpreis? Oh, schön. Amateur-Watermeisterschaften. 98. Ja, okay. Was haben wir denn nur noch? Football. Bringt uns aber auch nichts. Okay. Was haben wir da? Pistolenmunition ist immer gern gesehen. Immer Football. Oh, tja. Oh, scheiße, so ein Psycho. Oh, warte. Oh, Vanille. Halli, hallo. So, Captain Corpo, lass mich mal da ran. Pillen. Pillen nehmen wir immer gern. So, was haben wir... Oh, schau, schau. Was ist das? Lukas, hier kannst du doch das hier vormachen, hier, mein Freund. So. April. Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich ihn von oben ein Klopfen. Oh Gott. Mai. Das stinkt total. Und so ein seltsamer Safttropfen von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Ja, Lukas, alles klar. Du hast also den armen Oliver oben auf dem Dachboden eingesperrt. Und der ist da oben verreckt. Das ist ja klasse. Schön. Ein toller Typ. Ein ganz, ganz toller Typ. So, hier hinten haben wir noch ein paar Fotos. Aber da können wir auch nichts machen, ne? Naja. Tja, na dann. Zimmer hoch und nach Boden. Ah, Kirsche mir so eine Football-Trophäe. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, okay, hier haben wir wieder so ein Schattenrätsel, ne? Ach, der schöne Plastik-Weihnachtsbaum. Ah, wunderbar. Oh, 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 was haben wir denn hier? Moment, erstmal, wir lesen erstmal. Renovierungsvertrag. Kunde, Jack Baker. Auftragnehmer, Trevor and Cam Chamberlain Constructions. Renovierungszeitraum, 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang, Installation von schattenaktiver Tür. Eingangshalle, okay. Hier, Trevor und Chamberlain Construction hat das also installiert überall hier. Ach, wunderbar. Achso, weiter? Kann man noch weiter? Nee, das war's. Spielzeug-Axt. Okay. Und, oh, ich habe nicht mehr genug Platz. Ich habe nicht mehr genug Platz.
Ja. Wir haben Tabletten. Tja, kann ich jetzt hier noch irgendetwas verändern? Eine Kette auf, ja, den Arm hätte ich jetzt mal auch da lassen können. Wir haben noch die beiden Schlüssel. Ah, gib mal. Ja, komm. Die eine Kugel war mir wert. Happy Birthday. Ah, scheiße. Ich brauch wirklich, wirklich ein bisschen mehr Platz im Inventar. Hier haben wir nochmal eine starke flüssige Chemikalie. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Ach, das ist doch ärgerlich. Das ist doch wirklich ärgerlich. So, lösen wir mal kurz das Schattenrätsel. Na, und... Na, sag mal. Wirst du wohl. Judgment. Oh, was ist das? Was ist das? Zugangs... Das sind nicht alle für euch hier. Das finde ich nicht gut. Ja, verdammte Scheiße irgendwie. Ich brauche Platz im Inventar. Also, ich könnte jetzt einfach sagen... Nein. Was... Alter. Hopp. Ja, schön Kraut gemampft. Dann sind wir wenigstens erstmal im grünen Bereich wieder. Ich könnte, aber das wird auch nicht reichen. Warte mal, die Tapin. Okay, gut. Ich könnte mir jetzt die starke Chemikalie holen. Und könnte die. Mit den Tabletten oder. Mach mir noch mal ein bisschen Brennstoff. Ja, okay, komm, ich brauche noch mal ein bisschen Brennstoff. Oha, was ist das denn? Flammengranate. Munition für den Granatwerfer. Hm. Setz mal im Aufprall einen weiteren Bereich an Flammen. Okay. Stimmt, im Jagdraum ist ja noch die Tür gewesen irgendwie und das sah so ein bisschen wie ein Granatwerfer da hinten aus. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo der Hirsch steht? Okay, anyway. Also ich könnte mir jetzt die Schlüsselkarte mitnehmen. Oder das Video. Ich glaube, ich würde sogar... Happy Birthday. Okay, ich nehme mir mal das Video mit. Weil ich muss definitiv nochmal wiederkommen und muss mir die Flintenattrappe holen. Und die wird wahrscheinlich mehr Platz beanspruchen. So, okay. Ich Jungs hier noch unterwegs? Nee, sieht nicht so aus. Scheiße. Scheißdreck. Okay, also die respawnen irgendwann irgendwie. Ich renn mal einfach durch jetzt irgendwie. Ich habe jetzt nicht wirklich die Munition, um mich hier jetzt hier... Das sind aber fiese Sounds gerade hier. Okay, also was packe ich jetzt aus? Ich packe erstmal aus die Flintenmunition. Ich packe auf jeden Fall aus die Granatmunition. Tabletten raus. Diese Axtattrappe würde ich erstmal rauspacken.
Ah, nehme ich den Arm mit? Ja, echt, komm, ich nehme den Arm erstmal mit raus. Okay. Gut, Schlüsselkarte, das. Und ich könnte denn eigentlich sogar noch was anderes mitnehmen. Videokassette. Okay, das reicht erstmal. Ich mache erstmal hoch, hol die beiden Sachen und würde dann mal versuchen zum Wohnwagen zu kommen. Weil da habe ich auch gleichzeitig einen Videorekorder. Und, ist er noch da? Ah, shit. Okay, beide sind oben. Dann versuchen wir sie erstmal hier zu locken. Okay. Schön cool bleiben, Jungs. Und abjauen. So, okay. Zack. So. Flintenattrappe. Den Ball getreten gerade, wa? Und das Ding. Ja, komm, jetzt. Beruhig dich. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Nee, ist alles weg. Okay. So, jetzt heißt es: Be quick or be dead. Seid nicht unten, bitte seid nicht unten, bitte seid nicht unten. Oh shit, oh shit. Alter, das ist natürlich die, mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet hier. Mann, echt, kommt ihr jetzt hier auch noch oder was? So. Warte mal, die Flintenattrappe, sollen wir die, oh Gott, sollen wir die da hinten benutzen irgendwie? Wo wir die andere Schrotflinte hingelegt haben? Okay. Na gut, ich mach's mal erstmal so. Ich pack die mal erstmal kurz ein. Und dann müsste ich noch im Foyer nach hinten. Oh nein, komm, wir gucken uns vielleicht erstmal gerade das Video an. Irgendwie, ansonsten wird es hier vielleicht etwas chaotisch. Okay. Gut. Geh mal. So. Hier haben wir es. Oh, mein Freund, du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das Herz. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Ja. Okay. Was? Oh, krass, was ist das? Oh, Hui, Alter, was... Oh Gott.
hat das cool gemacht. Ach, großartig. Also grafisch ist dieses Spiel wirklich echt top. Also. Ja, die mich kennen, also wissen, ich verstehe diesen Sanitärzustand nicht in Spielen. Ist ja nicht so schwer. Müssen denn selbst Psychopathen, ist das für die zu schwer zu spielen? Ich weiß nicht. Es muss wohl so sein. Ja, immer ein bisschen Schnuller am Waschbecken. Fürchterlich. So, du bist krass hier, der Clown. So, dann nehmen wir mal hier. Wo sind wir hier? Oh, schwarze Ballons. Alter, was soll ich tun? Okay. Ich nenne das Ziel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Okay. Leck mich. Na dann, steckst du da mal drin. Aber es muss ja eine brennende Kerze sein, ich verstehe. Aufziehschlüssel. Ja, dann gib mir her das Ding. Oh. Was ist das? Es lässt sich nicht stopfen. So. Okay. Alles klar, hier müssen wir einen Code angeben. Oh. Wäre auch zu schön. Ah, alles klar. Okay, gut. Verstehe. Wir kommen hier also nicht mit einer brennenden Kerze durch. Was ist das? Hier. Aha, okay, gut. Hier kann ich also meine Kerze mal wieder anzünden. Oh, hier sollte man vielleicht nicht mit einer Kerze rangehen. Ist das Gas? Nee, nichts passiert. Oder? Das würde nichts nützen, ja. Das. Ist hier Familie? Nee. Oh, dieser Clown, Alter. Oh Gott. Alter, wer ist mal irgendwann auf die Idee gekommen, dass das eine tolle Idee ist, irgendwie einen Clown so zu kostümieren und zu schminken? Und zu sagen, den lade ich mal auf meine Geburtstagsparty ein. Überhaupt nicht verstörender Scheiß. Heere. Okay, da drüben ist anscheinend das Ventilrad irgendwie, um die Springanlage auszuschalten. Warte mal. Ein Seil? Dann würde ich hier nicht durchbrennen. Ja! Sehr schön. Dachte schon, nein, ich brauche ein Messer. Ja! Steve im Bälleparadies. Yay! Okay. Oh, was ist das? Ein Ballon. Okay. Ohne Passwort wird es kaum gehen. Happy. Ja, okay. Tja, ob das vielleicht hier in irgendeinem Ballon drin ist? Das Passwort als Zettel? Lalalalalalala. Ja, vom Psychopathen eingesperrt irgendwie. Erstmal mit einer Kerze alle Ballons kaputt gemacht hier irgendwie.
ein völlig nachvollziehbares Verhalten. So, warte mal, den Ballon. Können wir den nicht hier irgendwie? Ja, warum ist denn der... Wieso sieht der so aus? Ach komm, Alter. Oh, nee. Mit Nägeln nicht spickt. Ach komm, wieso? Das sieht man doch vorher. Oh, nee. Oh, nee. Ach komm. Oh, nee. Da war so eine Feder war da drin. In so einem Ballon. Ja? Hat er vorher nicht gesehen. Ist Quatsch. Also. Ist doch kokolores hier. Ja. Jetzt habe ich aber immer noch keine Möglichkeit irgendwie. Jetzt habe ich immer noch keine Möglichkeit irgendwie. Oder doch, warte mal. Ich kann den nicht richtig halten. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ist doch nicht dein Ernst, oder? Ist doch nicht dein Ernst. Okay, warum kann er das Ding jetzt nicht halten? Ach so, jetzt können wir spülen, ne? Wir sind hier der Spülverantwortliche. Nein. Nein. Und komm, nimm noch schön, nimm noch... Ach nee, wir sind ja wahrscheinlich ja nicht even. Echt widerlich. Mann, das... Eklig. Oh, aber ganz schnell, komm, mach sauber, mach sauber. Mach ganz schnell sauber. Es kommt kein Wasser raus. Nee, nee. Warte mal. Oh, ich will ihn schnell sauber machen. So, und was soll ich mir jetzt hier angucken? Können wir den Code sehen? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh, okay, oh, das sieht anders aus. Oh, nicht. Okay. Wir hangen da. Wir sehen den Vogel auf dem Set. Grabstein? Zurückklingen. Warte mal, das war doch hier. Drei Dinger, drei Codes, konnte man hier einnehmen. Ja, bestimmt, oder? Komm. Nein. Also, gibt's irgendeinen? Jawoll. So, jetzt der Vogel. Und ein Baby. Und? Ja! Strohpuppe. Was machen wir denn jetzt hier mit der Strohpuppe? Wozu ist denn jetzt die Strohpuppe, bitte, gut? Juhu. Ja, mal anzünden. Die werden wir mal anzünden. Puppenfinger. Na gut, okay. Dann, sehr schön. Dann wird er jetzt ja wahrscheinlich auch die Feder halten können. Was nun? Wo kann ich den angucken? Warum nimmt er die nicht? Achso.
so, na denn. Schreib mal auf. Was zum Teufel ist das? Was machst du da? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Alter! Ja, also der Typ hat wirklich nicht umsonst irgendwelche Erfinderwettbewerbe gewonnen oder Forschungswettbewerbe, Wissenschaftswettbewerbe, wie auch immer man das nennen möchte, Entwicklerwettbewerbe. Ist schon also, bizarre Scheiße, Alter. So. Und hier würde ich jetzt mal sagen, hier geben wir Loser ein. Und wir drehen. Haben wir ein L? Yes. Yes. Ja, Loser. Loser. Nein, verdreht. Man hätte jetzt auch zurückdrehen können, aber ich bin so umständlich. Bin ich einmal auf der Taste, bleibe ich auf der Taste. Und, hurra, es ist offen. So, na dann nehmen wir uns mal das Ventil. Handrad. Schicki, schicki, schöni, schick. So, jetzt könnt ihr ja mal hier. Geiler Typen. Das dreh ich jetzt hier zu. Das dreh ich zu. So, und jetzt zünde ich bloß noch die Kerze an. Packt ihr auf die Torte, oder? Dann müsst ihr was ja haben. Alles Licht ist aus. Happy, happy birthday, happy birthday. Kerzen brennen jetzt auch wieder. Okay. Okay. Das ist freaky, ey. Ist ja aus dem Fass rausgelaufen, was war? Oh, nee. Ja, nimmt's aber sportlich so. Ja, jetzt mach mal an, das Ding wieder. Komm. Oh Mann! Scheiße! Happy birthday! Go tell.